Ostern steht vor der Tür und deswegen werde ich heute mit meinen Eiern spielen. Ihr kennt mich. Ich bin ja der absolute Bastelfreak. Und am liebsten bastel ich süße Sachen, die man Müttern schenken kann. Sowas wie so ein Ostergeschenk-Kerzenbox, was, wenn ich es falsch mache, komplett in Flammen aufgeht. Das wäre cool. So, wir werden halt die Eier zu Kerzen umfunktionieren und es dann schön mit irgendwelchen Stroh und Moos halt voll schwul verzieren und es ist dann voll niedlich und so ein Kack. Als erstes muss ich meine Eier leer machen und das mache ich am besten mit einem Hammer. Und einen Nagel. Und ist da noch drin? Ja, aber es ist viel zu klein. Dann mach's größer. Jetzt komm schon raus, Alter. Ja, wenn ihr das Geräusch hören könntet. Voll. Ist das jetzt richtig so? Ich glaube, es kann ein bisschen mehr oben ab, so dass da voll so Kerzen-Style und Shit. Ich könnte es auch einfach aufsägen. Dann müssen wir noch irgendwie Wachs reinfüllen. So sägt man nicht. Aber es hat perfekt funktioniert. Wichtig ist es, alle kleinen Teile zu entfernen. Ich glaube, bei dem Hammer wird es nicht so gut funktionieren. Das ist halt jetzt eine kleinere Kerze. Komm doch mal davor, das passt sehr gut. So, die alte Füllung kann weg. Steven, dein Mittagessen. Oh Gott, ja, gefährlich. Das ist schön knusprig mit Eierschale. Und jetzt kommt die neue Füllung rein. Und zwar, it's not the blue stuff, it's Wachs. So, kann man das dann irgendwie... Wir müssen es irgendwie flüssig kriegen, aber wir haben hier noch keinen Herd oder sowas. Ich weiß nicht, kann man das in die Mikrowelle packen oder so? Wir können es probieren. So, Steven bringt das Scheiße. Ah, oh fuck, Alter. Ich hab sie ja schon ein bisschen vorbereitet, dass die Dochte perfekt nach gerade sind. Oh mein Gott, er kippt es! Und es ist ein Karton. Da rein. Das sind dicke Stückchen. Weil das sieht so verdammt gut aus. Das nutze ich gleich. Wachs, das klebt ja. Wird das hier noch mit den guten alten Holzleim zugeklebt? Perfekt, würde ich sagen. Während das Wachs wieder hart wird, können wir jetzt mal so eine schöne Karte vorbereiten, ne? Weil man macht ja mal so Karten dran, wo drauf steht: Fick dich, du Spaß, gib mir die 20 Euro zurück oder sowas. Von Hurensohn an Bastard. So, ich glaube, das Papier hast du gedacht, dass ich da so eine Form ausschneiden könnte. Ja, so einen süßen Hasen oder so. Ich bin doch nicht in der Lage, einen Hasen rauszuschneiden, das ist doch viel zu kompliziert. Wow, okay, das ist schön. Das hat also schon Eier. Der muss ja so dünn sein. Oh, komm, ich mach die Eier noch ein bisschen rund. Es ist ja auch immer so, dass nur ein Ei entleert wird, ne? Jetzt noch schön festkleben. Ein bisschen viel. Okay, es ist vielleicht ein bisschen viel. Das kannst du mit Toilettenpapier wegwischen. Voll die Sackhaare. Das sind sehr große Sackhaare. Perfekt, hält sogar schon. Ich hab's ja gerade erst aufgeklatscht. Ich meine, wer sowas kriegt, weiß, was Sache ist. Fick mich. Nee, Liebe. Dinger stehen wieder eins. Und ja, die haben sie sogar mit Wachs vollgezogen. Du spielst ein bisschen Dr. Bibber. Ich sag doch, sie ist noch flüssig. Ja, aber diese Schere ist ja auch mal behindert. Das wird brennen. Notfalls kippen wir Benzin drüber, dann brennt alles. So, machst du jetzt noch schwules Bettchen für die Eier oder was? Da ist doch kein Leim da drin. Natürlich, muss doch festbleiben. Nein! So, ja, wenn du unbedingt Leim haben willst, klebt schon. So, nochmal Leim. Und jetzt kommt das Schöne. Die Eier haben nämlich Gewicht, Steve. Das ist richtig, aber wenn du das vorleimst, dann kann man das später nicht mehr für andere Sachen benutzen, sondern nur noch dafür, weißt du? Voll geil, ist so wie so ein Apple-Produkt. Du zwingst den Leuten einfach deine Dinge auf. Aber nicht so ein Faschist. Ich bin ja so ein liberaler Android-Nutzer. Boah, schön, ey. Voll die geile Bastel-Idee, ey. Als wären da jetzt tote Kükenbabys. Ja, wir haben tote Kükenbabys zu Kerzen umfunktioniert und zünden sie dann an. Es ist wunderschön, wunderbar fertig. Geht das? Du musst die Lasche noch runterpacken. Oh, stimmt. Oh. So, und jetzt wird das damit umwickelt. Kannst du nicht bitte einen Strang nehmen? Jetzt muss er so einen riesen Heuballen aufmachen. Okay, es ist... Warum nimmst du dich einfach ein bisschen weniger? Was tust du? Erwartest du, dass das hält? Ja, natürlich. Siehst du? Perfekt. Der Leim hat sogar eine Schleife gemacht. Natürlich. Holzleim. Ja, Kinder, ihr könnt es auch richtig machen, und zwar die Schlaufe benutzen, die halt da schon dran ist. Oder ihr macht's cool. So, das ist jetzt natürlich die Mädchen-Variante, aber jetzt machen wir noch die Badass-Variante. Hör mal weg mit dem Scheiß. Okay. Zuallererst werde ich diesen Pinökel hier abschneiden. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. Das werde ich da jetzt reinkleben. Das sind Dreiecke, oder? Muss ich jetzt nur halten. Wieso? Lass es doch mal los. Nee, ich muss es schon ganz kurz halten. Lass es doch mal los. Einmal fest. Nee, hättest du auch früher schon loslassen können. Ja, Monate früher loslassen können. Vielleicht wäre es dann selbstständiger geworden. Was? Ja, nice. Jetzt kommt die andere Seite. Natürlich machen wir auch wieder schöne Innereien. Und zwar mit Leim. Wow, du kannst reimen. Ha, was sich auch gereimt hat. Das hält doch niemals. Natürlich hält es. Das ist Moos. Das ist super leicht. Warum sollte es abgehen? Die sehen Rick beim ordentlich Abspritzen. Ich hab da mal was vorbereitet für dich schon mal, ja. Man hört es schon.
Aber was ist das? Das, meine lieben Freunde, ist Kunstblut. Oh, okay, das sieht jetzt wirklich irgendwie wie Gedärme aus. So, aber jetzt eigentlich jetzt kommt schon der letzte Schritt und dann wird man ja schon sehen, was es ist. So, jetzt noch so ein Ding ran und dann... Oh mein Gott, die Spannung, sie ist so groß. Was aber wird das nun? Was muss man ganz kurz warten, weil das hält nicht sofort. Ja, aber wir können es auch einfach schneiden. Tada! Und das sind sie, unsere tollen Ostergeschenke für Mädchen und Jungen. Der tropft nur ein bisschen, aber ist ja geil, ne? Wackel ihn mal an! Tropfendes Blut. Ja, Goggle Eyes! Ich falle so. Wow, das war gefährlich. Es raucht noch. Es sieht voll aus wie Kunstrauch, aber es ist echter Rauch. Warum raucht es immer noch? Das glüht immer noch. Ja! Guck mal, es raucht immer, das ist wie so ein Glühstäbchen. Ah, scheiße! Oh, fuck. Ich glaube, das sollten wir irgendwie echt unter Wasser gießen oder so. Ja. Okay, nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Abbruch! Abbruch! Alles, was wir in diesem Video gesehen habt, alles zurücknehmen. Es ist keine gute Idee. Wenn ihr noch mehr Bastel-Rick-Action sehen wollt, dann klickt mal auf dieses lustige Halloween-Do-It-Yourself. Da ist auch schön Scheiße bei rausgekommen. Und da drunter gibt's noch Familie und Altwerden. Ja, weil man bastelt ja mit der Familie für seine Kinder, für seine Müller, für was auch immer. Boah, das ist richtig schwer. Das suppt doch hier gleich alles durch, ey. Uah.